Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Was geht ab, meine Freunde, was geht ab? Entschuldigt bitte so ein bisschen mein Aussehen, vielleicht auch meine Stimme, denn ich bin tatsächlich vor 10, 15 Minuten erst aufgestanden, weil ich unbedingt dieses Video noch fertig machen wollte. Denn gestern kam der neue Trailer, der Ankündigungstrailer zum neuen Sims 4 Pack, die Sims 4 zusammenwachsen. Komischer Name. Und wir haben den uns gemeinsam im Livestream angeschaut. Wenn ihr nicht dabei wart, ist es nicht so schlimm, denn ich habe es aufgezeichnet, Leute, und ich wollte euch meine First Reaction geben. Das heißt, alles, was ihr jetzt in diesem Video seht, ist meine First Reaction und natürlich seht ihr auch den Chat, wie er sich freut und ich finde es sehr, 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 sehr geil. Falls ihr das nächste Mal dabei sein wollt, Friends, am 12.02. ist mein nächster Stream. Ich gehe nämlich jetzt erstmal in den Urlaub, es ist gerade kurz vor 8. Ich stehe eigentlich immer um 10, um 11 auf. Naja, aber der Urlaub ruft, Freunde, und der Flieger ruft, deswegen bin ich jetzt schon wach und ich wollte es unbedingt fertig bekommen, das Video. Ich würde sagen, wir gehen sofort rein in den Trailer und ich spanne euch gar nicht lange auf die Folter. Let's fucking go! Oh mein Gott, oh Gott, jetzt geht's. 5, 4, 3, 2, 1, let's go, gib mir den Trailer! Oh mein Gott, okay. Oh mein Gott. Who is she? Voll laut, oder? Okay. Ich weiß noch nicht genau. Oh, das ist aber süß. Okay. Growing together. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das Kind lernt Fahrrad fahren. Oh mein Gott, das ist wild. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, geil. Geil, geil. Milchzähne, Leute, ja. Oh mein Gott. Wow. Ich lieb's jetzt schon. Ein Baumhaus? Wird das ein Baumhaus? Das ist ein Kind. Oh mein Gott, wie cool. Wie cool. Wie geil. Wow. Was ist das? Was wird das? Was ist das für eine Wanderung? Oh mein Gott. Ein Koffer? Ein Koffer? Wer hätte da einen Koffer mit? Oh. Okay, neues Spiel, Leute. Fürs Schlachtfeld. Let's go. Das ist so süß. Oh mein Gott. Warum wackelt die Kamera so? Oh, wer ist denn da umgefallen? Ich. Oh mein Gott. 16. März, Leute. Da kommt es raus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Können wir selber filmen? Oh, vielleicht war das... Ja, vielleicht ist es wie in Sims 3. Vielleicht ist es wie in Sims 3. Okay, Leute, wir gucken uns den jetzt gleich nochmal im Detail an. Okay, wir gucken uns jetzt alles nochmal im Detail an, Leute. Wir gucken uns jetzt alles nochmal im Detail an. Es dauert noch ein bisschen, bis es rauskommt. Aber wir gehen jetzt alles durch. Wir gehen jetzt alles durch, Leute. Und machen eine kleine Trailer-Analyse, eine Trailer-Reaction. Lieben wir. Was ist euer erster Eindruck, Leute? Was ist euer erster Eindruck? Oh mein Gott. Also, es ging los. Das Kind fährt hier Fahrrad, ne? Guck mal, das ist alles, aber das ist alles in so einer wackeligen Position. Also entweder ist es wirklich Absicht. Entweder ist es wirklich, wirklich Absicht. Ich mache die Musik jetzt by the way mal aus. Wir machen hier wieder unsere Musik an. Weil das ist immer dumm, wenn das so an, aus ist. Also was sehen wir hier? Wir sehen hier neue Betten für unsere Säuglinge. Klar, es war irgendwie klar, dass das erst nach dem Update kommt. Irgendwie, oder? Ich kann nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr, Leute. Also, okay. Wir gucken weiter. Wir gucken weiter. Das sieht so aus, als ob da jemand filmt. Ich finde, das gibt so die Vibes. Es gibt so die Vibes, dass jemand filmt. Wir lesen auch gleich den Online-Artikel, Leute. So, wir sehen hier Puzzle. Wir sehen Puzzle. Aha, okay. Das ist cool. Das hatten wir auch noch nicht. Es gibt mir trotzdem ein bisschen Altersheim-Vibes, sage ich euch ganz ehrlich. Also entweder ist es mit Absicht so gefilmt, aber auch dieser Zoom und so. Ich finde, das wirkt sehr, sehr, sehr... Wie,
wie eine Kamera. Und ich finde auch, das sieht sehr nach einem Altersheim aus. Und dann haben wir hier so ein bisschen Party-Location. Wir sehen schon ein paar neue Klamotten, die sehen eigentlich relativ cool aus. Dann haben wir hier die Übernachtungsparty, das ist neu. Das sieht auch so geil aus mit diesen Schlafsäcken, Leute. Ich lieb's komplett. Kinos. Nochmal ganz kurz, Da müssen wir ganz kurz nochmal zurückgehen. Wir müssen nochmal ganz kurz. Stimmt. Kinos. Leute. Da ist ein Kino im Hintergrund. Also ich bin mir sicher, dass wir da nicht reingehen können. Aber vielleicht kann man es als Rabbit Hole besuchen. Das wäre auch cool. Das sieht sehr, sehr, sehr cool aus. Oh mein Gott. Okay, wir gucken mal weiter. Also wir haben hier die Kissenschlacht. Ich finde, es sieht sehr, sehr süß aus. Auch dieser Rucksack ist super sweet. Dieser Schreibtisch, richtig süß. Die Vorhänge sehen nice aus. Alles hier sieht sehr cool aus. Alles sah sehr smash aus. Die Haare gerade waren auch richtig. Das ist so süß. Das ist so süß, Leute. Da vorne die Salz- und Pfefferstreuer. So, dann wird hier, was sehen wir hier im Hintergrund? Okay, denkt ihr, das sind alles, hier ist eine Rakete? Denkt ihr, das sind alles Spielsachen? Ich hoffe es. Das sieht ein bisschen sus aus. Ich denke, das sind alles, sieht wirklich ein bisschen sus aus. Ich hoffe, dass das Spielsachen sind. Ich hoffe nicht, dass das alles nur Deko ist. Aber wie süß die miteinander interagieren, ja. Oh, ist es ein Wasserpark, Leute? Ist es ein Wasserpark? Das ist ja die Familie, die wir gesehen haben, ne? Ist es ein Wasserpark? Oh mein Gott, oh. Und da war so ein Familienfoto, okay. Sieht schon so ein bisschen Wasserparkmäßig aus. Das sieht schon sehr, 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 sehr cool aus. Und das finde ich ja auch so cool. Darauf freue ich mich. Oh mein Gott, dieses Pack könnte das beste Sims 4 Pack aller Zeiten werden, Leute. I mean, wir haben jetzt aber auch fast 9 Jahre drauf gewartet. Oh mein Gott. Wie krass. Oh, das Kind ist schon süß. Und dann hier, das Kind lernt gerade Fahrrad fahren. Besser später als nie, das stimmt auch wieder. Das Kind lernt gerade Fahrrad fahren, das ist so cool. Ich hoffe wirklich, die verkacken die Animationen nicht. Und dann kann es irgendwann fahren. Oh, es ist so amazing. Es ist so amazing. Und der Vater sagt, ich kann Kind vorne und Hit tragen. Finde ich super. Und dann sehen wir hier werden so Streiche gespielt bei der Übernachtungsparty. Und es sieht einfach auch so süß aus. Alles, was hier ist, die Möbel sehen richtig geil aus. Richtig geil. Oh, ich freue mich so, meinen Sims dann Streiche zu spielen. Dann hier der Wickeltisch. Oh mein Gott, ich liebe alles. Ich liebe alles, Leute. Der Wickeltisch, die Stühle, alles. Das Kind reißt sich den Milchzahn raus. Wow. Das ist so cool. Und dann hat es halt auch noch eine Lücke. Leute. Das ist nicht so, dass das Kind dann keine... Oh, Dankeschön. Das ist wirklich das, was wir in Sims 4 gebraucht haben. Voll. Ich will es auch sofort haben. Oh mein Gott, sogar so als Erinnerung, was sehen wir hier noch? Warte mal, sehen wir hier irgendwas? Ne, hier sehen wir nichts weiter. Jetzt ergibt es auch Sinn, Leute, dass dieser Bär in dieser Roadmap wie ein Zahn aussah, weil jetzt Milchzähne rausfallen. Oh mein Gott, jetzt ergibt es toll Sinn. Und dann wird hier ein Baumhaus gebaut. Oh, da war ich auch komplett raus, ne? Da hat mein Herz einfach komplett... geschlagen. Denkt ihr, es gibt eine Zahnfee? Könnte es eine Zahnfee dann auch geben? Das wäre so cool. Oh mein Gott. Das wäre so cool. Die spielt da mit dem Kind und die bauen da das Baumhaus. Und dieses Baumhaus sieht so krass aus. Das Baumhaus sieht so krass aus. Wow. Das sieht so schön aus. Aber die Frage ist, denkt ihr, man kann das nur an diesem einen bestimmten Baum machen? Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich kann man nicht an jeden Baum gehen und sagen, ich baue hier jetzt ein Baumhaus hin. Ich denke, das wird sehr, sehr safe sein. Und wie krass sieht das Baumhaus bitte aus? Gibt es nicht immer so noch einen Gameplay-Trailer irgendwann? Ja, ich denke, wir werden noch einen Trailer bekommen. So Mitte Februar, Ende Februar, könnte ich mir schon gut vorstellen. Also da kommt immer meistens ja noch was. Oh, es sieht so cool aus. Es sieht so cool aus. Es ist sehr schön gemacht. Und dann sehen wir hier immer noch mal was von der Stadt, vom Hafen gerade. Das sah sehr krass aus. Er ist arbeitslos? Oder was ist hier los? Da liegt Pizza auf dem Boden? Same. Hier ist eine... War das eine... Hier, wie heißt denn das? Geburtsparty? Wie heißt denn das? Heißt das Geburtsparty? Das heißt nicht Geburtsparty. Babyparty! Mein Gott. Eine Babyparty. Babyshower. Danke, das war das Wort, was ich gesucht habe. Das habe ich gesucht. Babyparty! Das sieht sehr, sehr cool aus. Dann sehen wir hier neue Hautdetails hier so ein bisschen, ne? Okay. Gender Reveal. Genau sowas. Das habe ich nicht verstanden, was das ist. Was ist das eigentlich für eine wilde Frisur? Die Frisur sieht auch wild aus. Ich weiß noch nicht genau, was das wird, Leute. Also das, ich weiß es nicht. Senioren-Walking, ich glaube auch. Es ist ganz wild auf jeden Fall. Oh, sieht so cool aus, der Wickeltisch. Die Wiege, oh.
Oh mein Gott, der Omasport. Guck mal, ist das ein Hinweis, dass die ins Altersheim gehen? Also das ist das wirklich das Altersheim, Leute? Ist es das Altersheim? Und ihr schickt dann eure alten Leute weg und dann können die wieder zu Besuch kommen und dann sagen die, ich habe einen Koffer mitgebracht, ich wohne jetzt hier. Das wäre wild. Das wäre wild. Ich weiß nicht, wie sie das genau anstellen wollen. Oma und Opa, raus. Wir brauchen euch heute nicht. So, so süß. Da schläft sie. Die schlafen alle im Hintergrund, während die Oma damit spielt. Und der Vater, ihr seht es gar nicht, der Opa räumt im Hintergrund auf. Das ist so cool. Oh, wie die auch alle interagieren miteinander. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, was wir hier... Okay, da ist noch ein neues Spiel. Hat er dem Kind Taschengeld gegeben? Die Großeltern können den Kindern Taschengeld geben? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie geil. Wie geil. Oh mein Gott, das ist cool. Oh mein Gott, das ist cool. Money, money, money. Das sieht für mich aus wie eine Kamera. Das könnt ihr mir nicht sagen. Oh! Wie das Kind dagegen getreten hat. Das war doch safe eine Kamera. Was ist das eigentlich für ein wildes Kind? Das bin ich, Leute. Das bin ich in jedem Stream. Wow. 18.03. Leute. Powerwalk Companion. Lil Wallbird Toddler Slide und eine neue Schaukel, die auch sehr, sehr, sehr nice aussieht. Oh mein Gott, ich freue mich so. Ich freue mich so. Like. So, Friends, das war der Mitschnitt vom Livestream. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, sagt es mir gerne mit einer positiven Bewertung. Ich will euch ganz kurz nochmal so ein paar Key Features sagen, weil ich habe diesen ganzen Artikel vorgelesen und dieses Video würde so lang gehen, weil das war wirklich so viel Text zu lesen. Also, was wissen wir durch den Artikel? Wir wissen, dass es verschiedene Phasen gibt im Leben. Wir wissen, dass es eine Midlife-Crisis gibt. Wir wissen, dass es Probleme im Job gibt, was so cool ist und was so viel Realismus zurückbringt. Es gibt eine Baby-Party. Es gibt eine Schlafparty. Wie heißt es? Pyjama-Party. Das wird so cool. Es gibt Kinos. Es gibt ein Erholungszentrum. Da werden wahrscheinlich auch diese ganzen Senioren sein. Es gibt Senioren-Walking, was wir gesehen haben, was ich ja so lustig fand. Dann, was gibt es noch alles? Es gibt so, so, so viel Neues und ich freue mich so extrem drauf. Es wird so, so cool. Wir müssen leider noch ein bisschen länger als einen Monat warten. Das ist aber voll okay. Wenn das Pack am Ende so geil wird, wie es jetzt aussieht, dann freue ich mich da umso mehr. Es kommen auch wieder diese Vorlieben wieder, diese Bezugsvorlieben, mit wem man kompatibel ist und mit wem man eine Feindschaft hat. Da freue ich mich auch extrem. Dann gibt es für die Säuglinge und für die Kleinkinder neue Marotten. Das heißt, jedes Kleinkind und jedes Säuglingsbaby ist einzigartig. Das heißt, es ist so, so, so cool und ich freue mich so extrem drauf und ich habe bald so eine große Veränderung mit der 100 Baby Challenge for Friends. Ihr glaubt es gar nicht. Ihr glaubt es gar nicht. Wir werden es hoffentlich bis zum 16.03. schaffen und die 100 Baby Challenge komplett durchspielen und danach können wir neu beginnen. Ich freue mich so. Ich freue mich so. Das wird so, 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 so cool. Also es wird sehr krass. Die Stadt sah sehr heftig aus. Ich bin gespannt, wie groß die Stadt am Ende ist, weil viel hat man jetzt ja nicht gesehen. Die Brücke sieht aber übel smash aus und auch alles, was man so drumherum gesehen hat, sah schon an einer wunderschönen Stadt aus. Und deswegen, Friends, freue ich mich so sehr. Ich freue mich wirklich so sehr. Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, wie ihr das neue Pack findet. Sagt ihr Smash oder sagt ihr Pass? Lasst mich gerne unten wissen, was gefällt euch am besten. Ich freue mich ganz doll auf eure Kommentare. Lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann hören wir uns tatsächlich auch erst auf YouTube nach meinem Urlaub wieder, Leute. Denn ich bin jetzt erstmal weg. Ich bin jetzt erstmal weg. Ciao, ciao. Danke. Danke fürs Zusehen und danke fürs immer noch supporten, Leute. Vielen, vielen, vielen Dank von ganzem Herzen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, 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 ciao. Ciao.